Auf ein neues. Nun schon die 11. Folge Voxel Tycoon. In den letzten Folgen haben wir den ÖPNV ausgebaut. Nun werden wir diese Runde versuchen, die Holzverarbeitungsforschung im Labor fertig zu kriegen. Da fehlen noch 5 Stufen. Und wenn wir das dann haben, versuchen wir die ersten Produkte davon herzustellen und nach und nach die Betriebe zu versorgen. Nebenbei versuchen wir den Kredit noch etwas abzutragen. Wir sind jetzt bei 560.000. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Und als erstes schaue ich mir noch mal die Routen an, beziehungsweise die Fahrzeuge, ob da soweit alles läuft. Wir sehen, die Regio ist sogar recht hoch bei den Einnahmen, was die Busse betrifft. Schaffen es sogar stellenweise, manche Güter-LKWs von den Einnahmen her zu übertreffen. Die waren wahrscheinlich noch nicht da, noch nicht angekommen. Die individuelle Route, das ist die Versorgung für unser Labor. Die kann natürlich keine Einnahmen machen. Die Städte wachsen. ÖPNV sollte erstmal soweit passen. Wir können mal so ein bisschen die... Ah, da steht schon ein bisschen was rum. Der fährt voll. Könnten wir vielleicht doch ausbauen. Hier wird sich's ähnlich verhalten. Ja. Okay, also dann doch noch mal da rein investieren. Wie sieht's im Speichern aus? Selbes Szenario. Müsste sein. Ja, der Grüne. Dann wird es hier hinten wohl auch nicht anders aussehen. Die Stadt ist ja... Oh, ja. Wo haben wir ihn? Wo fährt er spazieren? Das ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da. Das erste Unternehmen bankrott gegangen. Ja, kommen jetzt in der Eisenforschung, kommen wir so schnell nicht voran. Konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Holz. Wo wir ja auch schon den Wald haben, den wir entsprechend dann auch ausbauen werden. Könnte man hier sogar die Straße dann hochziehen. Wobei das hier das Eisenbahn ist. Das würde nichts bringen. Okay. Wo war denn das Holz? Einmal hier. Perfekt beieinander. Und hier einmal. Okay. Die letzten Folgen haben wir festgestellt, dass die Produktion enorm gesteigert wird, wenn man mehrere Industrien auf dieselbe Ressource baut. Also jetzt hier die 2 Sägewerke. Ich gehe davon aus, dass das skalierbar ist und dass wir hier noch mehr bauen können und dann dementsprechend auch mehr Holz rausziehen können. Es gibt aber auch nur eine gewisse Anzahl an Holz dort. Es wird halt aufgebraucht, also es wird dann sicherlich auch schneller leer. Deswegen sollte man das vielleicht nicht übertreiben. Sonst baut man ganz schnell wieder um. Und dann müssen wir halt neue Regionen kaufen, wo es diese Ressource halt wieder gibt.
Hier wäre jetzt noch mal Holz zum Beispiel. Und wir zahlen wieder den Kredit zurück. Ansonsten scheint es jetzt erstmal zu laufen. Der Ausbau der einzelnen Industrien hat sich rentiert und die Fahrzeuge fahren. Die Betriebe sind soweit grün bzw. nahe dran. Das heißt, die sind gut beliefert. Schauen wir auch nochmal durch. Oh, da haben wir sie schon abgeschlossen. Perfekt. Dann sollten wir eine neue Forschung anfangen. Den werden wir definitiv retten. Jetzt müssen wir hier einen Verladebahnhof günstig platzieren, dass wir noch Möglichkeit beide erwischen. Mal schauen wir hier, was wir noch forschen können. Eisenbahn, das haben wir erstmal nicht. Wir waren aber. Wir können erstmal eine Dampfmaschine machen. Die Kohle kriegt man ja direkt. Und die Fahrzeuge, die es beliefern, schicken wir jetzt auf eine andere Route. Einmal dahin. Zweites Mal noch Holz gehabt. Da. Okay. Dass sie erstmal Geld verdienen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier unseren Terminal einrichten können. Hier sollte es ganz gut sein. Dann bauen wir hier mal kurz um. Dann baue ich erst einmal das Terrain-Tool. Hier brauchen wir das Straßentool. Kostet uns natürlich ein bisschen was. Und jetzt schauen wir, dass wir ganz schnell das Terminal da reinbekommen. Aufgrund dieser Kreuzung geht das nicht. Ist die jetzt richtig? Eigentlich nicht. Dann nehmen wir es weg. Scheint die Häuser auch nicht zu stören. Okay. Können sie sich ja später wieder eine neue. Jetzt brauchen wir wieder Geld. Und dann ist da das Terminal. Ehrlich gesagt, die passen ja auch mit dem Holz. Mit dem Eisen könnte man auch die Route da notfalls hochbringen. Dann könnten wir das wegnehmen. Ja, das ist erstmal noch stehen. So. Jetzt zum Wald. Und mal schauen, was für Industrien wir bauen können.
Da müsst ihr jetzt eine Kreissäge. Okay. Bauen das mal ein bisschen weiter unten hin. Förderbänder, Filter, Verbinder. Ah, da kommt es hier raus. Ja, die Richtung ist ganz gut. Dann komm. Es scheint hier verkehrt rum zu sein. Aber irgendwie wollte er es nicht drehen. Okay. Holzträger produzieren wir. Bauen ein Lagerhaus. Wie drehen wir jetzt? Hier bauen wir Holzträger. Ah, ich muss das auswählen, dann kann ich es drehen. Alles klar. So, jetzt müsste das dort eingelagert werden. Genau. Dann können wir jetzt eine neue Linie anlegen, beziehungsweise Fahrzeuge kaufen für die Linie, um die Holzträger darunter zu bringen. Sollten wir vielleicht eine zweite Haltestelle bauen?
Okay. Ist ja auch lustig. Dann ist es gleich zerstört. Laden. Voll. Müssen dann noch die Fracht auswählen. Und bring das dann dahin. Entladen. Kann ich ihm jetzt sagen, was er laden soll? Holzträger. Holzträgerroute. Und da fährt dann die erste geforschte Industrie. Schauen, wo das Fahrzeug ist. Müssten hier fahren. Ja. Und ich denke, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann auch gleich an, wie das soweit läuft. Bis dahin, macht's gut.